Hallo, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Abo. Es ist mal wieder Zeit für ein kurzes Video zwischendurch. Nachdem ihr ja ein ziemlich langes ertragen musstet in den Ferien, wird dieses hier bedeutend kürzer sein. Denn ich habe ja wieder einen PC und dieser ist ein Zeitfresser, der mich ganz schön vom Häkeln und Stricken ablenkt. Und nachdem ich ja so lange keinen hatte, war ich auch erstmal total süchtig danach, alles Mögliche mit dem PC zu machen und habe wieder Minecraft gespielt und weiß ich was alles. Ich habe also gefühlt 2 Wochen mich nur mit dem PC befasst. Nein, das ist nicht wahr. Die Schule hat ja wieder begonnen, also ich musste auch arbeiten gehen und ich habe auch ein bisschen was geschafft wieder. Aber ich habe noch ein zweites Problem, warum ich nicht so viel zeigen kann, obwohl ich damit noch gar nicht begonnen habe, mit dem, was ich eigentlich auch nicht zeigen darf. Denn ich habe jetzt meine Familie gebeten, doch bitte meine Videos nicht mehr zu gucken, weil ich gerne auch über meine Projekte für Weihnachten sprechen wollte. Und da sagen die mir noch glatt, wenn ich weiß, dass du da Geschenke zeigst, dann gucke ich hundertprozentig. So, also werde ich jetzt bis Weihnachten diese Projekte für Teile meiner Familie gar nicht mehr erwähnen, damit die nicht schon vorher wissen, was sie kriegen. Bis auf das eine, nämlich die Decke, an der ich immer noch arbeite. Und es ist diese Jodi Piett Decke, von der ich beim letzten Mal schon erzählt hatte. Ich glaube, da hatte ich 7 von 9 Ecken fertig. Jetzt sind alle 9 fertig. Und warum ich mich so gut erinnern kann, dass 7 fertig waren, weil es einfach auf Englisch 7 of 9 heißt. Und 7 of 9 war mein Charakter in irgendeiner Star Trek Serie. So, also die waren alle schon fertig, sind die Buttercup Yellow. Ich glaube, ich habe eine falsche Farbe gesagt, weil in der Anleitung steht irgendwas von Sun Gold. Und das ist aber nicht Sun Gold, das ist Buttercup Yellow, also diese Butterblumengelbe Farbe. Die waren, glaube ich, fertig und genauso fertig waren dann auch schon diese 3 hier. Ja, 4 und 3 macht 7. In Bananencreme und in Champagner. Und ich habe dann noch 2. Ich habe noch 2 in, ach hier, ich habe noch 2 in Melone dazu gemacht. So, und über diese Melone muss ich euch mal was erzählen. Die Melone ist ja in meiner Planung gewesen. Und es ist die gleiche Garnstärke, es ist auch Simply Aran von Paintbox Garn und das heißt Melone, weil das wird ja wie so eine Sonnenwiese, weiß ich was, das ist eben so ein schönes, alles hell. Und ich dachte, das Melone passt da gut rein, obwohl sie in ihrer Anleitung da irgendwas mit Leinenfarbe hat. Und naja, egal. Jedenfalls habe ich aus Melone auch ein Seitenteil gemacht. Und ich hatte auch schon Seitenteile fertig. Ich weiß nicht, ob die alle 4, aber mindestens 3 davon waren schon fertig in Champagner. Und dann habe ich, als ich mein Auto weggebracht habe zum Räderwechseln, die haben jetzt wieder, mein Auto hat wieder Winterräder, habe ich während der Zeit, wo ich da gewartet habe, dieses Teil gehäkelt. Ich komme nach Hause und lege es auf den Stapel mit diesen Seitenteilen und wundere mich. Na nu, ist ja viel kleiner, kann auch gar nicht sein. Ich habe doch das Garn extra danach bestellt, dass es die gleiche Stärke ist. Ich habe alle Banderolen rausgekramt. Ja, steht überall das gleiche drauf. Ja, gleiche Meterzahl, gleiche Stärke. Muss an der Farbe liegen. So blöd ist man manchmal. Die Melonenfarbe ist eben einfach anders. So, nee, ist sie nicht. Was mir aufgefallen ist, also ich habe 4 in dieser Farbe. Ich lasse mal die Melone erst beiseite und erzähle erst was anderes, bevor ich wieder auf die Melone zurückkomme. Weil ich dann nämlich ja der Melone die Farbe, der Melonenfarbe die Schuld in die Schuhe geschoben habe, obwohl die gar keine Schuhe trägt. Ich bin heute ein bisschen albern. Einfach gar nicht drauf achten. Habe ich dieses Grau genommen, was ich eigentlich für ein anderes Projekt angedacht hatte. Aber es ist auch, war das Einzige, was ich jetzt im Haus hatte, in derselben Stärke und habe die aus diesem Grau gemacht. Und ja, besser, die sind wieder ungefähr die gleiche Größe. So, was mich natürlich darin bestärkt, das muss an dieser blöden Melonenfarbe liegen. Bis ich dann an den oberen und unteren Kanten gearbeitet habe. Die sehen nämlich so aus. Also eigentlich so, weil die so in die Decke reingearbeitet werden. Und die hatte ich schon fertig im Bananencreme und das wird jetzt gleich wichtig, wenn ich nämlich weiter erzähle. Und ich glaube, die hatte ich auch fertig. Und dann habe ich noch dieses gemacht. Sehen alle gleich aus. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie, oh, ich habe nicht gesehen, was sie da gezeigt hat. Die sehen alle so aus. Alle mit diesem Popcornmuster. Alle aus
Na, anfangs Luftmaschenkette und dann nur immer feste Maschen gearbeitet. Also auch die Popcorn-Dinger sind eigentlich feste Maschen. Man macht da eben nur mehrere in eine feste Masche der Vorrunde und zieht die dann irgendwie zusammen. So, also die sind alle fertig, alle schön, alle gleichmäßig. Und dann habe ich, also ihr denkt dran, ja, die Bananencreme hatte ich schon fertig. Und da habe ich noch eins in Bananencreme gemacht an einem Tag, an dem ich ziemlich gestresst und fertig war und mich einfach mal runterholen musste. Und das ist dieses Teil. So, und wenn ich das jetzt mal vergleiche, zunächst mal mit meinem Butter Cup Yellow. Ja, ihr seht's, es ist kleiner. Na, nun dachte ich mir, vergleich doch mal bitte mit dem Bananencreme-Ding vom letzten Mal. Gut, dass ich da eins fertig hatte, denn dann kann es nicht am Garn liegen und es liegt eben auch nicht am Garn. Also es ist viel kleiner, weil ich viel fester gearbeitet habe. Ich war so gestresst, der ganze Stress ist hier drin. Das heißt also, ich habe es jetzt nicht wieder aufgemacht. Ich guck mal, was am Ende noch übrig ist. Und wenn ich dann noch so ein Bananenteil machen kann, mache ich noch ein neues. Und das hier ist jetzt eben also erstmal mein Stressexempel. Ich versuche das mal reinzuarbeiten. Jedenfalls habe ich dadurch begriffen, es liegt gar nicht an der Melonenfarbe, dass die Melonenfarbe so viel kleiner ist, obwohl ich da im Autohaus eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass ich besonders im Stress war, als ich das hier gemacht habe. Ich habe jetzt überlegt, dass ich die vier grauen Teile trotzdem mit einbaue, weil die an Stellen sind, da fallen die nicht auf. Aber dass ich eben alles andere, was mit Melone angedacht war, jetzt doch wieder in Melone mache. Und ich habe ja auch ein angefangenes Teil in Melone. Mir ist der Häkelhaken vorhin gerade runtergefallen. Den muss ich dann erst suchen. Der wäre jetzt eigentlich hier so drin. Da bin ich nämlich, bin schon über die Hälfte. Und das passt auch wieder von der Größe. Also. Hier, also das sieht man jetzt nicht so gut, weil ich es nicht so gut halten kann. Aber es ist nicht signifikant größer oder kleiner, sondern es ist einfach wieder ein entspannt gehäkeltes Teil, nämlich von heute an meinem freien Dienstag völlig entspannt gehäkelt, sodass ich also das Melonengarn weiter benutzen kann. Ja, das war so ein Schreck, sonst hätte ich ja jetzt nochmal sämtliche Farben nachbestellen müssen und gucken, welche Farbe denn passt, wenn das jetzt echt an der Farbe gelegen hätte. Aber nein, so kann es sein, wenn man nämlich völlig im Stress und genervt und ich weiß nicht warum, mit einer viel festeren, also mit anderem Druck arbeitet, wenn man die Maschen viel fester zieht. Ja, das kann ich echt nicht einbauen in die Decke, weil es hinten und vorne nicht passt. Dann müsste man das ganz schön auseinanderziehen. Es lässt sich ja auch ziehen. Also so ist es ja nicht. Es ist ja ein elastisches Teil, aber ich will es ja nicht riskieren. Und wie gesagt, das Bananenteil, ich gucke am Ende nach, was noch von Banane übrig ist. Bananencreme natürlich übrig ist. Und dann mache ich auch noch mal ein etwas lockereres. Ja. War mir überhaupt gar nicht in den Sinn gekommen, dass das ein Grund hätte sein können, aber es war ein Grund. So, und dann hatte ich ja beim letzten Mal erzählt, das ist nur ein kleines Projekt, das lässt sich auch mal in Minuten arbeiten, dass ich diesen Tassenwärmer machen wollte, im Vereilmuster aus, Moment, dieser schönen Shetland-Wolle hier. Ich habe mal nur ein Garn mitgebracht, Shetland Spindrift, und das sind 25 Gramm. Das Gelbe hier heißt Buttermilch, aber ich wollte gucken, wie viele Meter da drauf sind. 105 Meter auf 25 Gramm. Da brauche ich also für ein richtiges Teil, für ein Pullover für mich, brauche ich 1600 Meter. Da müsste ich also 16 mal so eine, also 16 25 Gramm Knäuel haben, wenn ich für mich selbst das machen wollte. Ja, spiele ich nämlich mit dem Gedanken, denn ich habe es euch ja schon kurz gezeigt. Ich bin begeistert davon, wie sich diese Wolle und auch die verschiedenen Farben verbinden in diesem Vereilmuster. Also ich hatte ja aus dem Rot-Grau die Mütze gemacht, diese Fuck the Cold aus Acrylgarn. Und es ist auch nicht so, dass mir das nicht gefallen würde. Aber hier diese, seht ihr das? Wie nennt man das? Diese feinen Härchen, die hier hochstehen. Dadurch, dass die sich miteinander verbandeln, ergibt sich nochmal ein ganz anderes Bild. Ach, ich weiß nicht, ich kann das auch nicht so richtig rüberbringen, aber schon beim Stricken habe ich gemerkt, oh, das sieht ganz anders aus. Man sieht gar nicht den einzelnen Stich mehr, sondern das sieht wirklich aus, als würden die so zusammengehören. Es, also, ist schon,
Ist schon was anderes, wenn man mit reiner Wolle arbeitet, als wenn man so Garne hat, die jeder für sich eigentlich im Vordergrund stehen wollen. Ach ja, ich hoffe, die Mütze ist angekommen. Die habe ich am Freitag, glaube ich, abgeschickt. Also viel Spaß mit der Mütze. Ja, aber ich wollte ja hier noch weiter erzählen, weil man musste ja diese 7 Stigmaschen machen. Also wo das Muster noch nicht anfängt, sondern nur diese Streifen sind. Und ich bin jetzt also an der Stelle, wo ich rechts und links von dieser mittleren Reihe, das sind sieben Stigmaschen, halt in die Richtung. Diese hier, also diese Reihen hier. 7 Stück und die mittlere schneidet man am Ende auf, aber die beiden daneben werden erst verstärkt. Und zwar gibt es da eine Nähmethode und eine Häkelmethode. Ich wollte die Häkelmethode ausprobieren, konnte mich aber dazu noch nicht durchringen, weil das ist ja echt nur ein Projekt, was ich gemacht habe zwischendurch, um mich mal von diesem ganzen Häkelzeug abzulenken. Und weil ich, obwohl es so ein kleines Projekt ist und ja, gar nicht so viel Wolle gefressen hat, ich muss da mein gestricktes durchschneiden. Ja, also schneidet mal in den gestrickten Pullover. Ihr wisst, was passiert. Aber da man hier ja vorher die Maschen sichert, passiert ja vielleicht auch nichts. Jedenfalls ist das immer noch so ein Moment, wo ich denke, kann ich das wirklich? Aber ich meine, das ist doch nur ein Tassenwärmer und Tassenwärmer benutze ich eigentlich nicht. Da bin ich schon gespannt, ob der überhaupt auf irgendeine Tasse, die ich habe, passt. Denn das habe ich jetzt nicht ausgemessen, ob ich irgendeine Tasse habe, die einen Tassenwärmer braucht und in der Größe ist. Aber ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe hier keine Fäden vernäht, weil das macht man wohl offensichtlich auch nicht vorher, sondern hinterher. Jedenfalls, ja, kann ich mich noch nicht überwinden, aber wenn ich mich dann überwunden haben werde, dann erfahrt ihr es als Erste natürlich. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich quasi fertig habe. Also fertig ist ja alles noch nicht, sind ja alles noch Projekte, an denen gearbeitet wird, aber da das eine Decke ist, die in Blöcken gearbeitet wird, kann ich eben sagen, ich habe ganz viele fertige Blöcke. Und ja, das, aber ich habe jetzt noch einen Teil gestern Abend angefangen. Als ich dachte, ich möchte doch mal wieder eine Mütze machen. Ja, ich weiß aber nicht. Ich trage gar keine Mützen. Und es ist wieder die rote Eisjarnwolle. Man sieht es hier, die hat also nicht so eine Halo. Also was hier, das ist noch das Grau, mit dem sie in der Tüte war. Also die hat nicht so eine eigene. Obwohl mir das eigentlich auch gefallen hat, das Grau mit dem Rot zusammen. Aber ist egal. Jedenfalls mache ich jetzt eine rote Mütze, eine knallrote Mütze. Die wird nur knallrot. Das habe ich schon. Das wird also unten hier dieses, na, wie sagt man, der Mützenrand. Und ich habe hier einen Maschenmarkierer drin, denn ich habe euch ja erzählt, damals, als ich bei Crafter Nun bestellt habe, habe ich auch eine ganze Kollektion Maschenmarkierer bestellt. Und das ist einer davon. Eine Klammer. Ich habe einfach den ersten besten genommen, der da war. Und es ist auch einer für Häkelzeug, weil man ja für Häkelzeug die Maschenmarkierer öffnen können muss. Also ist hier dieser Haken. Was man ja bei Strickmarkierern nicht braucht, weil die einfach über die Nadel gestoben werden. Obwohl, wenn man sich markieren will, wo man ist und die Maschenmarkierer in seinem Strickwerk haben will, dann ist es auch besser, welche zu haben, die man öffnet. Aber nur um zu markieren, jede Runde, wie weit die stricken muss, da schiebt man die einfach auf die Nadeln. Aber das wisst ihr ja alles sehr viel besser als ich. Ich erzähle euch immer so viel Quatsch. Obwohl, als jetzt die Schule wieder begann, letzte Woche, hat mich doch mein Schüler T wieder gefragt. Also der Vorname beginnt mit einem T, ihr wisst alle, wer es ist. Ob ich nicht nochmal wieder ein Tutorial machen will. Und da habe ich gesagt, er soll sich mal was ausdenken, was er machen will. Ja, Amigurumi. Jetzt habe ich drüber nachgedacht, aber ich möchte kein eigenes Amigurumi erfinden. Und alle Projekte mit Amigurumis, die ich so habe, sind Bezahlprojekte. Außer, ich glaube, der kleine Pork war jetzt kein Bezahlprojekt. Da weiß ich aber nicht, ob die, die dieses Muster veröffentlicht haben, überhaupt die Erlaubnis von, in welchem Film war das nochmal? Jedenfalls von der Filmefirma hat, diese Idee dieses Porks überhaupt nachzuahmen, keine Ahnung. Da gibt es so viel Copyright-Konflikte, dass ich mich noch nicht entscheiden kann, Amigurumi zu zeigen. Und ich muss auch mal ehrlich sagen, so beliebt wie mein Handytäschchen-Tutorial ist, also es ist immer irgendwie, wenn ich gucke, wer was geguckt hat, ist das Video immer mit dabei. Also in den letzten 48 Stunden immer ein oder zwei Views. Also es ist super angekommen.
Obwohl mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass ja wohl helle Wolle und heller Grund nicht so ganz gut sind. Ja, hätte ich auch selber dran denken können. Egal. Jedenfalls, ja, mit Amigurumi-Tutorials halte ich mich mal noch zurück, bis ich ein Projekt gefunden habe, was ich auch wirklich machen kann. Oder ich muss mir ein eigenes Amigurumi ausdenken und da fehlt mir im Moment echt der Elan. Ja, also so viel zu der Mütze. Da wollte ich noch was dazu sagen. Wenn die mal fertig ist, dann, also die wird flach gearbeitet, quasi wie ein Endlosschal und am Ende nur mit einer Kordel zusammengezogen, sodass man also rein theoretisch diese Mütze auch als Schal tragen könnte. Und das hat mich fasziniert, also eine Mütze, die ich eventuell auch selber behalten könnte, was ich nicht machen werde, weil ich auch Endlosschals nicht so gut finde, aber ist egal. Aber für jemand, der lange Haare hat und einen dicken Zopf, den er nicht immer gut in die Mütze reinkriegt, das ist das vielleicht auch ein tolles Projekt, weil man ja den Zopf rausmachen kann, bevor man dann die Bommeln zuzieht. Ja, es wird dann mit zwei Mini-Bommeln zusammengehalten. Also bin ich schon mal gespannt, was das wird. Das, der Anfang, also, na klar, ist so ein Strickrand immer ein bisschen besser, aber warum nicht auch mal gehäkelt? Naja, und dann gefällt mir auch der Häkelstich, der da benutzt wird, das ist nämlich, also hier sind jetzt halbe Stäbchen und nachher im Hauptteil der Mütze, ja, es ist auch so eine Art halbes Stäbchen, aber die stehen dann schräg. Also man zieht nicht nur durch einen durch und dann durch drei, sondern man zieht gleich durch zwei und dann nochmal durch zwei durch. Dadurch ergibt sich ein anderes Maschenbild. Aber das erzähle ich euch dann, wenn ich mit der Mütze etwas weiter gediehen bin. Die habe ich echt nur gestern Abend angefangen, weil ich noch was machen wollte und keine Lust hatte, schon wieder Popcorn-Stitches zu arbeiten. Und ja. Und da sind wir schon wieder am Ende. Ich habe euch alles gesagt, alles erzählt, alles gezeigt. Na, eins kann ich noch erwähnen. Übermorgen am Donnerstag gehe ich in die Tuchmacherei, um zu lernen, wie man eine Kette schert. Ja, ich werde eine Kette scheren und zwar für meinen Webstuhl. Ich habe ja euch erzählt, dass ich vorhabe, da einen Schal zu weben. Und ursprünglich wollte ja meine Weblehrerin die Kette vorbereiten und dann mit mir gemeinsam aufziehen. Und jetzt haben wir uns aber so geeinigt, ich gehe am Donnerstagnachmittag nach der Schule hin. Wir bereiten die Kette gemeinsam vor und ja, mal sehen. Vielleicht kann ich dann beim nächsten Mal schon was über den Anfang eines Webschals erzählen. Ah, spannend. Ja, und nun bin ich am Ende. Okay, war nicht ganz so lang wie das letzte Video. Zum Glück auch. Das war ja ewig lang. Ich wollte ja nie wieder so eine langen Videos machen. Das hier ist jetzt wieder relativ kurz. Ein paar Projekte, die ich im Gange habe. Nichts Spektakuläres, aber wenn die fertig sind, sind die bestimmt total spektakulär. Außer das zerschnittene Teil, das ist dann vielleicht nur noch kaputt. Gut, also man sieht sich, wenn man sich sieht. In der Zwischenzeit bleibt gesund und munter und glücklich und geht euren Hobbys nach und tut die Dinge, die euch glücklich machen. Und ja, man sieht sich oder auch nicht. Und bis dann, tschüss.